Das Modell, Bürgern aus bestimmten Gründen ihre Bürgerrechte zu entziehen, wäre für Regierungen durchaus interessant. Vor allem, da man jetzt sieht, dass eigentlich relativ bereitwillig mitgemacht wird. Und ich rede nicht von der Impfaktion, sondern von den Ausschlüssen bestimmter Kategorien. Können wir wirklich ausschließen, dass dieses Modell morgen nicht ausgeweitet wird? Eigentlich braucht es dafür nur eine Gefahr, die groß genug sein muss oder entsprechend groß genug gemacht werden muss. Viel schlimmer und schwieriger als diese Pandemie sei ohnehin die Klimakrise. Das sagen ja auch einige Politiker hier im Landtag. Warum sollte jemand, der einen Klimacheck bei jedem Gesetz fordert, warum sollte der übermorgen, wenn die Erderwärmung trotzdem weitergeht oder die Klimaziele verfehlt werden, nicht einen Klimacheck für den einzelnen Bürger fordern? Frau Ladurner würde sagen, jene Leute, jene Mitbürger, die eben nicht Teil der Lösung sind, warum soll denen morgen nicht der Eintritt in ein Restaurant oder ins Kino gemacht werden, verwehrt werden? Wer einen bösen Diesel fährt, muss draußen bleiben. Bei Ölheizung gibt es sowieso Hausarrest. Was unvorstellbar klingt, kann seit Corona nicht mehr ausgeschlossen werden. Dammbrüche haben wir erlebt und erleben sie gerade. Oder hätte jemand von euch hier im Saal 2019 geglaubt, was per Dekret in Südtirol durch den Landeshauptmann, in Rom durch Draghi alles möglich wäre? Hätte das jemand geglaubt? Nein, keiner. In Europa hoffe ich dabei auf einige nordische Staaten, die gewohnt nüchterner und rationaler mit Krisen und Herausforderungen umgehen. Weltweit, und das hätte ich auch nie von mir selbst geglaubt, hoffe ich, dass die Vereinigten Staaten die Kurve kratzen und Grundrechte und freiheitlich-demokratische Werte aufrechterhalten. Denn sollten sie die USA aufgeben, wir in Europa werden die eigene Kraft nicht dazu haben.